Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung bei uns hier auf dem Kanal Sofort und Gleich. Nennt sich Hemco Rawling. Ist ein japanisches Spiel. Wie ihr seht, gibt es das aber auch auf. Wow, ist das wieder laut? So, also tapping near the handball will change its facing. Ah ja. Shoot, wenn. Okay. Da ich keine Ahnung habe, wo ich mich hinschute. So, jetzt ist er zum Stehen gekommen. Each time you shoot, you'll deplete your stamina. You can replenish your stamina by picking up fruits on each stage. Okay, da kann man es auch drehen. Okay. Und jetzt mal gucken, wo ich hin muss. Da ist irgendwo ein Stern. Wo soll er sein? Der ist. Ach, da muss ich da runter. Okay. Bedeutet vermutlich, dass ich irgendwie hier lang müsste. Nein, 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 du gehst in die falsche Richtung, Kollege. Ist immer noch die falsche Richtung. Da will ich nur haben. Das könnte unter Umständen ein bisschen viel gewesen sein, aber gucken wir einfach mal, wo ich lande. Ich muss auf jeden Fall irgendwie da runter. Okay. Und dann habe ich einen Stern. Okay. Alles klar. Mit zwei Schüssen geschafft. Stage 2. Road of Beginning. Oh. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, okay, da geht's richtig. Oh, da geht's richtig zur Sache. Bedeutet, ich kann gleich hier richtig Vollgas geben. Ja, ist ja gut. So. So. Und dann richtig bei Max. Versuchen, gleich richtig vorwärts zu kommen. Na, siehst du, jetzt haben wir auch schon den ersten Apfel. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Nein, 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 das will ich gar nicht. Ich will jetzt erstmal schauen, wohin. Wohin führt denn diese Röhre? Die führt dahin und da ist ein Stern. Und wohin führt die andere Röhre? Die führt dahin zu einem Apfel. Dann weiter hoch. Und dann komme ich vermutlich. Komme ich da auch zu dem Stern? Erstmal schauen. Das sieht so aus, ne? Also sprich, wenn ich jetzt das links nehme, kriege ich einen Apfel und irgendwelche Münzen oder so. Wenn ich das rechts nehme, komme ich direkt zum Ziel. Gucken wir mal. Ich glaube aber, das hier wird für mich einfacher sein. So, dann machen wir hier einen Max. Und dann müsste ich ja dort ankommen. So, ja. Und. Jawohl. Stage 4 auch wieder mit zwei Schüssen geschafft. Ja, ganz cool. Okay. Nächste Stufe. Stufe Nummer 3. You meet Rebel. Road of Beginning. The shot angle is different for each character. Also der Schusswinkel ist bei jedem Charakter unterschiedlich. Rebel is good at jumping and can reach high places. Also dieser Rebel ist sehr gut im Springen und kann hohe Plätze erreichen. Learn a trick to see shadows of arrows and fruits. Oh, ah ja. Jetzt sehe ich es, ja. Sehe es, sehe es, sehe es.
Aber warte mal, warte mal, warte, ich will erstmal. Moment, bevor ich erstmal. Ich will erstmal mir. Ja, ist doch gut. Lass mich da erstmal gucken. Ach, der Stern ist ja dann theoretisch schon da. Gibt's sonst noch irgendwas da? Nee, sonst gibt's nichts mehr. Also es gibt nur noch. Nur hier hoch, da hin und dann. Okay, dann machen wir das doch. Ich hab's falsch eingestellt. Jetzt bin ich direkt auf dem Apfel. Margin Max. Okay, das war jetzt nicht wirklich erfolgreich. Gut, kann ja nicht viel passieren. Wieder Max. Aber ich habe ja schon wieder einen Apfel bekommen. Ja. Jetzt brauche ich ja nur noch da hinzukommen und dann habe ich es ja schon geschafft. Ah, oh, nein, 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 nein. Was habe ich denn gemacht? Eieiei, das war schlecht. Das war wirklich. Sorry, Leute, das war wirklich schlecht. Jetzt mache ich nochmal Max und dann müsste. Alter. Ja, reicht trotzdem. Stage Gear. Sehr nice. So, geht's weiter in Stufe 4. You met Tiger Ball. Mhm. Each character has a special skill. Also jeder Charakter hat eine spezielle Fähigkeit. Tap the screen again while you're rolling. Na, mal bevor ich das mache, Moment mal, bevor ich das mache, will ich erstmal wissen, wohin. Aha, aha. Oh, da ist eine Kanone. Ah, okay. Also ich muss da rein und dann komme ich zu der. Okay. Also gut. Dann. Machen wir das doch mal so und dann auf Max und Bam! Oh, 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 oh. Und trotzdem geschafft, jawohl. Mhm. Mit einem einzigen Schuss angekommen. Sehr nice. Stage 5. Road of Beginning. Stage 5. You can change characters with this button. Okay. Ah, das ist der, der so hochfliegen kann und das ist der Tiger Ball. Okay. The more you play, the more characters you get. Moment mal, ich muss jetzt mal schauen, wo wollen wir denn überhaupt hin? Da geht's dann nach rechts. Hier muss ich wohl einen Hebel betätigen, kann das sein? Und der Stern ist... da unten, okay. Und sonst noch irgendwas, was hier zu beachten ist? Ja, so würde ich sagen. Dann nehme ich jetzt mal den, gehe mit dem hier drauf. Mach Max wieder. Naja, fast Max. Oh. So, jetzt muss ich tatsächlich. Diesen Schalter betätigen, ne? Und was passiert? Dann geht eine Brücke runter. Naja. Ah, okay. Jetzt lass uns mal schauen. Und dann bin ich ja direkt beim Stern. Also wenn ich fast gerade, das ist fast gerade. Da. Mit einem ganz minimaler Winkel. Ganz minimaler Winkel. Und das müsste reichen. Jawohl! Finish. Das habe ich jetzt alles mit dem alleine geschafft. Mhm. So. This is your hometown. Mhm. Das ist meine Heimatstadt. Here you can exchange your candies and fruits to Stardust. You can buy more characters for your Stardust. Ah, okay. Also da kann ich mit diesem Sternenstaub kann ich wohl Charaktere kaufen. You can also depart for new adventures from here. Stardust. You are new here. Also, du bist jetzt neu hier. Du schaust nach neuen Freunden.
Hier gibt's einige Tiere, die einen Freund, die gerne einen Freund hätten wie dich. Aber ich brauche ein bisschen Stardust. Hahaha, okay, einen Film gucken. Das machen wir dann jetzt mal ganz kurz. Oh, machen wir mal ganz kurz. Ich gucke mir jetzt einen Werbefilm an. Sagen, ihr könnt ja mal raten, was es ist. Jetzt habe ich es versehentlich auch schon eingeblendet. Na komm. Wie lange dauert das denn hier? So, komm jetzt, gib mir das X. Jawohl. Also, jetzt haben wir auch schon. Ups. Warum ist das immer noch zu sehen? Jetzt ist es nicht mehr zu sehen. Ooh, seems the TV is in bad shape. Can you come back later? Who? Ja. Come back who soon, soon who? So, dann haben wir hier einen Friend Shop. Ach so, ich muss... Okay. Das heißt also, ich muss jetzt mal gucken, dass ich neue Früchte bekomme. Warte mal, da zu dem Monkey. Was? Mhm. I want to play bingo. Habe ich jetzt 16 Stardust? Habe ich, okay. Wie komme ich jetzt? Moment mal. Go on adventure. Ja. Wir machen jetzt noch ein Adventure. Level 6. Okay. Da hinten ist eine Kirsche. Die werde ich mir jetzt auf jeden Fall holen. Aber da, bevor ich das mache, werde ich natürlich switchen auf den da. Den kann ich nämlich zweimal benutzen. Okay. Nein, was habe ich gemacht? Naja, dadurch, dass ich ihn bitte. Ist ja nicht ganz so schlimm geworden. Uiuiui, wo fliegt der denn jetzt hin? Mach kein Käse hier, mach kein Käse. Erst mal schauen. Wohin muss ich denn jetzt hier? Ah, ich muss da rein, okay. Und dann geht's darüber. Und dann bin ich auch schon bei dem Stern. Okay. Bedeutet, der Winkel war Schrott. Ich muss irgendwo. Leute, ich. Das wird doch so. So muss ich ungefähr. Jetzt mache ich Max. Uah. Natürlich voll daneben. Okay. Jetzt müsste es aber funktionieren. Okay. Ja, hier unten ist auch dann schon das Ziel. Dann machen wir das doch gerade mal. Und hab den Stern auch geholt. Eine Stage machen wir noch. Ah, die kriegen jetzt auch alle XP. Okay. Sky Blue Town. Checkpoint. Stage 40. Wieso Stage 40? What the hell? Warum Stage 40? Alter, Falle. Okay. Ja, das Spiel ist wohl jetzt gerade hier abgestürzt. Schade. Macht aber nichts.
Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es eventuell wieder heißt Hemco Rolling oder wenn ich ein neues Spiel vorstelle. Also, mit euren Kommentaren oder eben mit euren Likes könnt ihr mit entscheiden, was als nächstes gezeigt wird bei uns oder welche Spiele wir wieder zeigen werden. Macht's gut, bis dann und tschüss.